Ja, Leitmedien mit D, hast du gerade schon angesprochen. Interessante Seite, habe ich mir mal durchgelesen und was da alles so steht. Es geht ja schon bei dem Begriff los, behindert. Genau. Journalisten sagen, darf ich das überhaupt sagen oder nicht? Und ist das vielleicht auch schon eine Beleidigung? Was habe ich gesehen? Menschen mit Beeinträchtigung finden manche Journalisten offenbar besser, aber das ist gar nicht der Fall. Das ist, findest du eigentlich schlechter als behindert, ne? Ja, also ich denke, die Deutschen tun sich oft sehr schwer, das Wort behindert zu gebrauchen, weil sie glauben, sie könnten damit irgendjemanden verletzen. Es gibt ja dann auch irgendwie diesen Schulhof-Slang, ne, bist du behindert oder so. Und dann wollen sie das praktisch nicht reproduzieren und eiern dann so ein bisschen rum mit neuen Worterfindungen, ne, sowas wie andersbegabt oder herausgefordert oder Handicap. Und ich glaube, damit macht man es am Ende wirklich nicht besser, sondern man vermeidet eigentlich eine Tatsache, nämlich jemand ist behindert oder wird behindert. Ja. Und ich bevorzuge deswegen auch zu sagen, behinderter Mensch, weil es lässt offen, ob ich behindert bin oder ob ich behindert werde. Mhm, okay. Ne? Also wir beide sitzen jetzt hier vor zwei Kameras und es liegt gerade gar keine Behinderung vor. Ja. Du sitzt, ich sitze. Genau. Es läge erst dann eine Behinderung vor, wenn du stehen würdest und wir plötzlich einen Höhenunterschied hätten, weil ich nicht stehen kann. Ja. Ne? Das heißt, man kann auch immer die Frage stellen, wie muss man ein Setting arrangieren, damit keine Behinderung vorliegt, völlig egal, ob ich eine Behinderung habe oder du oder jemand anderes. Und deswegen finde ich behinderter Mensch eigentlich für mich jedenfalls die beste Bezeichnung. Mhm. Gab es denn einen konkreten Anlass, warum ihr diese Seite gegründet habt? Also, oder sind das immer wieder einfach so dauerhaft irgendwelche ärgerlichen Sachen, die du liest und denkst, so, das kann doch nicht wahr sein? Also ich komme ja ursprünglich aus der Werbung. Mhm. Ich habe Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert, habe dann jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet und später dann beim Radio. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass wenn wir über das Internet reden, es in der Werbung immer darum geht, Werbung zu machen und irgendwie möglichst große, teure Kampagnen, die viral gehen sollen, und am Ende sammelt man E-Mail-Adressen von Leuten ein. Und ich dachte so, nee, Internet ist doch so viel mehr. Wir haben da noch irgendwie Linux, wir haben Wikipedia, wir haben doch großartige auch Austausch über das Einsammeln von E-Mail-Adressen hinaus. Und beim Radio habe ich genau das Gleiche gemerkt. Wir haben unglaublich viel Inhalt, aber gar keine Programmiererinnen, die in der Lage sind, den Inhalt im Internet vernünftig abzubilden. Mhm. Ne? Also ich habe beide Welten irgendwie kennengelernt und dann dachte ich, okay, wenn wir bei den Sozialhelden etwas machen, dann müsste das vielleicht etwas sein, wo wir einen Mehrwert schaffen, den es so noch nicht gibt, der zeitlos ist. Und dabei fiel uns auf, dass die Journalistinnen, wenn sie über unsere Projekte berichtet haben, wie gesagt, immer über mein Schicksal gesprochen haben. Ne? Raoul Krauthausen, Meister Topf, war sein Schicksal und hat trotz seiner Behinderung irgendwas gemacht. Aber man hat nicht über dieses Irgendwas geredet, sondern die ganze Zeit über meine Behinderung. Und dann haben wir uns vorgenommen, können wir vielleicht in unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Formulierungsempfehlungen für Journalistinnen mitgeben. Mhm. Sowas wie, reden Sie weniger über das Schicksal, reden Sie mehr über die Projekte, die wir machen. Mhm. Einfach nur so ein Tipp. Ja. Und sagen Sie nicht, ist an den Rollstuhl gefesselt, sondern sagen Sie, Meister Tapfer sein Schicksal, sagen Sie nicht, er ist an den Rollstuhl gefesselt, und sagen Sie nicht, Meister Tapfer sein Schicksal, sondern sagen Sie, ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Also versuchen Sie, die Wertung so neutral wie möglich zu machen. Mhm. Es geht nicht um Tapferkeit und nicht um Schicksal. Mhm. Und plötzlich haben Journalisten uns angerufen und haben gesagt, oh krass, so haben wir das noch nie gesehen. Habt ihr noch weitere Tipps für uns? Mhm. Hatten wir nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns jetzt hinsetzen und überlegen, wie müsste so eine Seite sein, die man im Internet vielleicht abbildet. Und so entstand dann die Idee zu Leitmedien, und inzwischen geben wir Medienhäusern und Redaktionen Workshops, wie man besseren Journalismus zum Thema Behinderung machen kann.
Es geht ja auch schon im Grunde bei einem Foto los, das man bei einem Artikel verwendet. Es gibt ja dann manchmal so Symbolfotos, die man dann nimmt. Ja. Und auch da tappt man natürlich schnell in die Klischeefalle. Genau. Worauf sollte man denn da achten? Also es gibt ein Schwesterprojekt von Leitmedien, das nennt sich gesellschaftsbilder.de, wo wir Journalistinnen bzw. Fotografinnen, die Tipps geben bzw. auch selber Bilder anbieten, wie vorurteilsfreie Fotos eigentlich auch sein sollten. Das bedeutet, in erster Linie frage ich den oder die Protagonistin, wie sie dargestellt werden möchte und stülpe denen nicht mein Bild von Behinderung über. Das ist schon mal eine andere Haltung. Mhm. Und dann versuchen wir immer auf Augenhöhe zu fotografieren. Also wenn die Person klein ist, dann fotografieren wir das trotzdem auf Augenhöhe. Dann so, dass wir die Behinderung eher als etwas Beiläufiges darstellen und nicht als das prägende, alles überschattende Element. Ganz oft ist es so, wenn man sich Pressefotos zum Thema Behinderung anguckt, ist es aus der Froschperspektive fotografiert, das heißt von unten nach oben. Mhm. Und erstes Semester Bildgestaltung sagt einem, alles, was man aus der Froschperspektive fotografiert, ist Bedrohung. Mhm. Aber wenn ich es auf Augenhöhe fotografieren würde, wo man vielleicht nur den Joystick sieht vom Rollstuhl oder nur irgendwie die Rückenlehne, dann ist es halt beiläufig erzählt. Und es ist im Prinzip so ähnlich, wie Frauen oft dargestellt werden, ne? Dann irgendwie nur auf ihre äußerlichen Merkmale reduziert und weniger das dargestellt wird, was die Person vielleicht auch als Charakter oder auch als Fähigkeit auszeichnet. Mhm. Ja, also ich habe ja in Fernsehkritik TV über Jahre auch immer wieder mal solche komischen Doku-Soaps zum Thema gemacht. Die haben dann schon irgendwelche Titel so, das jetzt so nach dem Motto, so kleine Helden ganz groß oder trotz seines schweren Schicksals meistert er sein Leben, genau wie du gerade selbst auch schon gesagt hast als Beispiel. Ja. Wo es ja, dann wird das Ganze noch mit so Klimpermusik unterlegt, damit das alles auch sehr besonders traurig ist und so. Ja, die Privaten können das sehr gut. Ja. Wo natürlich vordergründig so getan wird, wir tun jetzt was für die Behinderten und erzählen was über die. In Wahrheit ist es natürlich Voyeurismus, der da bedient. Volle Kanne. Und das ist letztendlich wie die Freakshow im 18. Jahrhundert. So ist das, ja. Wanderzirkus, ja. Ja. Nur jetzt in deinem Wohnzimmer. Ja, genau. Ja, was sagst du denn? Also dagegen machen kann man ja nichts, okay, aber... Dagegen machen kann man nichts. Aber ich denke, man kann auf der einen Seite Journalistinnen sensibilisieren für, warum ist das problematisch. Ja. Man hat es ja auch in anderen Bereichen geschafft zu thematisieren, warum bestimmte Dinge problematisch sind. Und dann natürlich auch in die Community der Menschen mit Behinderung rein, dass nicht immer eine Kamera freundlich gesinnt ist, sondern eben es auch oft dazu führen kann, gerade bei Privaten, dass man vorgeführt wird. Und viele sagen dann, ja, aber wir machen das wegen des Geldes. Und dann kann man natürlich gesellschaftlich die Frage stellen, okay, wenn Menschen aufgrund des Geldes gezwungen sind, sich im Fernsehen preiszugeben, was sie eigentlich nicht wollen, dann heißt es ja auch, dass sie sonst woanders keine Chancen haben, an Geld zu kommen. Und das ist auch ein Problem. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.